Ja, diese Sprachreise habe ich dann aber nach 3 oder 4 Tagen abgebrochen. Ich habe 3-mal Pipi ins Wasser gemacht hier im Pool. Ein neuer Tag hat angefangen. Wir sind jetzt unterwegs um 11.20 Uhr zum Frühstück. Wir haben uns heute mal entschlossen, nicht im Hotel zu frühstücken, weil es einfach arschteuer ist. Und es schmeckt gar nicht so gut. Nee, es schmeckt echt nicht gut. Oh, wir wurden fast überfahren. Ja, Shaggy hat irgendwas im Internet gefunden, irgendein Diner. Bin mal gespannt, ob es schmeckt. Bin mir da nicht so sicher bei dir. Okay, Shaggy hat sich super ein Restaurant ausgesucht. Das ist da drüben. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall sterben! Ich wusste gar nicht, dass der Danny Liebken deiner hat. Grüß dich. Okay, einmal im Leben hatte Shaggy wirklich einen guten Riecher. Guckt euch mal bitte an, was es hier alles gibt. Also wenn das Essen gleich wirklich so aussieht wie auf diesen Bildern, dann wäre auf jeden Fall nice. Wir haben uns schon mal entschieden hier für sowas. Pancakes mit Zimt und Karamell. Und wir haben zwar 11 Uhr morgens, aber ich glaube, ich hole mir einfach jetzt so Mozzarella Sticks und Meatballs. Ich habe gerade einen Snap bekommen von Shaggys Mama. Traurig, dass sie mir Snap sendet und nicht dir. Love ya. Ja, das sind nicht mal Meatballs. Oh yeah. Oh yeah. Okay, jetzt gucken wir mal, ob das schmeckt. So, wir chillen jetzt hier gerade nach dem geilen Essen am Pool. Was geht? Ja, wir haben heute beschlossen, heute mal ein Chilling zu machen, weil wir gestern halt voll viel gelaufen sind. Chillen jetzt hier ein bisschen in der Sonne, sonnen uns und gehen heute Abend dann in irgendeine Mall. Ja, und jetzt, weil wir hier gerade chillen, dachte ich, kann ich mal ganz kurz erklären, warum ich überhaupt in L.A. bin und nicht in Chicago bei meiner Sprachreise, wie das ja alles geplant war. Ihr habt ja wahrscheinlich meinen Chicago-Vlog gesehen und da habe ich ja gesagt, dass ich 2 Wochen lang eine Sprachreise machen werde in Chicago. Die habe ich allerdings nach nur 3 oder 4 Tagen, ich weiß, das ist gerade ein Flugzeug, Entschuldigung, ich mache hier gerade ein Video. Ja, diese Sprachreise habe ich dann aber nach 3 oder 4 Tagen, ich weiß es gerade selber nicht, abgebrochen. Das hat nichts mit der Schule zu tun. Die Schule war super, die Leute waren cool, es war alles gut organisiert. Es hatte wirklich nichts mit der Schule zu tun, sondern einfach mit mir selber. Ja, wie einige von euch ja wissen, bin ich zurzeit frisch verliebt und habe einen Freund seit kurzer Zeit und der hat zur selben Zeit gerade auch Urlaub gemacht in Amerika. Der hat einen Roadtrip gemacht mit seiner Familie. Mit uns war halt echt mega, mega frisch. Und wir wären dann also quasi einen ganzen Monat voneinander getrennt gewesen. Und keine Ahnung, vielleicht können manche das nachvollziehen, manche vielleicht auch nicht. Aber für mich war das so in der Anfangsphase, direkt jemanden einen Monat nicht zu sehen, ist ziemlich hart. Und ich wollte das auch irgendwie nicht. Und ich habe mich auch irgendwie einfach in dem Moment unwohl gefühlt, auch wenn ich das ein Jahr lang vorhatte, so eine Sprachreise zu machen oder halt 2 Wochen einfach auf mich allein gestellt zu sein. In dem Moment hat es sich einfach falsch angefühlt und ich höre einfach auf mein Bauchgefühl, auf mein Herz. Und in dem Moment, ja, war es dann einfach so, dass ich mich dazu entschieden habe, die Sprachreise abzubrechen. Und weil seine Familie mich außerdem auch noch eingeladen hat, diesen Roadtrip zu machen, dachte ich mir so, okay, komm, ich mache jetzt das, ich folge meinem Herz. Und so sehe ich direkt noch viel mehr von Amerika in kurzer Zeit, weil die ja wirklich, wie gesagt, einmal durch ganz Amerika rumgefahren sind mit dem Auto. Manche werden es, wie gesagt, jetzt vielleicht verstehen, die anderen werden vielleicht rumhaten und sagen, wie kann man so dumm sein, bla bla bla. Oh mein Gott, ihr seid doch erst ein paar Wochen zusammen, oh mein Gott, du bist so dumm. Bla 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 bla. Ist mir egal. Also bin ich dann halt quasi am 4. Tag nach Vegas geflogen. Dort habe ich meinen Freund getroffen und seine Familie. Und da hat dann dieser Roadtrip für uns angefangen. Wir haben richtig viele schöne Plätze gesehen, Orte gesehen. Ja, hatten 1,5 Wochen halt so einen Roadtrip. Jetzt ist er zurück nach Deutschland geflogen. Aber ich habe jetzt Shaggy hier. Und ja, was sagst du dazu, wenn jetzt Hate-Kommentare kommen?
Ich würde sie auch haten. The fuck? Kein Hate. No hate. No hate. No racism. No sexism. Was soll ich euch sagen, Leute? So ist das Leben. Was soll ich machen? Shit happens. Ja, mein Gott, Alter. Ist doch mein Ding im Endeffekt. Dein Brot, Digga. Ihr Brot. Bitte auch, um mein Brot zu essen. So, keine Ahnung, es ist ja mein Leben und ja, vielleicht ist es scheiße und auch, ey, es haben so viele geschrieben, du hast das umsonst bekommen, du wolltest nur einen Gratisflug nach Amerika einkassieren. Ey, also wirklich, was labert ihr? Erstmal, ich bezahle diese ganze Sprachreise, also da ist nichts von umsonst. Keine Ahnung, wer euch das gesagt hat oder woher ihr das, diese Infos nimmt, aber stimmt nicht, ich bezahle diese komplette Reise. Diese komplette Sprachschule, auch wenn ich sie nach 3 oder 4 Tagen abgebrochen habe, ich bezahle das alles. Also kommt mal bitte klar. Aber das war es mir wert. Dafür habe ich meinen Freund gesehen und musste ihn nicht 1 Monat lang irgendwie vermissen und hätte mich wahrscheinlich, keine Ahnung, hier in diesem Pool ertränkt. Deswegen, Leute, einfach akzeptieren. Und wenn nicht, dann könnt ihr mir auch einfach entfolgen, mich deabonnieren und da kommt schon wieder ein Flugzeug. Ja, jetzt kennt ihr die Story und ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, nimmt es mir nicht übel. Wenn doch, okay. Das war's auch dazu. Mehr werde ich mich dazu nicht äußern. Ja, und jetzt würde ich einfach mal sagen, viel Spaß weiterhin bei diesem Vlog. Shaggle the waggle the baggle the waggle the waggle the baggle the waggle the baggle the shaggle the baggle the waggle the baggle the shaggle the waggle the baggle the waggle. Warum bist du so mutig mit deiner Kamera? Shaggle the waggle the baggle. Hau rein! Nein! It feels so good to be so young and have this fun and be successful. I am successful. Sieht aus, als wäre ich nackt wäre. Full time. Oh shit, sag nochmal Hallo zu meinem Vlog. Vlog, guten Tag. Was machst du? Chillst du mit Beobachte dich. Shaggy beobachtet dich. Wenn da irgendwelche F***en sind, bin ich schneller zu Hause, als du gucken kannst. Schatz. Ja, Baby. Ich hab 3-mal Pipi ins Wasser gemacht hier im Pool. Ich bin so stolz auf dich. Vielleicht mach ich auch gleich Kaka. Okay, wir sind jetzt gerade einkaufen gegangen. Wir sind im Target. Und ja, wir nehmen uns jetzt so einen Einkaufswagen. Let's go. Take a ride. Das war Rückwärtsgang. Vorwärts. Komm. Übrigens macht Shaggy hier in Amerika ihren Führerschein. Sieht gut aus. Ey, darf ich in den Korb? They see me rolling. They hate it. Kann man nicht kennenlernen. Ready for a ride? Ja. Beep, beep. Let's go. Es geht nicht mehr. Geh mir aus dem Weg. Piep, piep. Yo, yo, yo. Hey Baby, was geht? Ich glaube, ich krieg gleich Ärger. Und die guckt mich so böse an. Wahrscheinlich weil keiner so ADS gestellt ist wie mir. Das mag sein. Jetzt fertig gemacht, wie man singt. Und Shaggy hat sich erstmal so eine 1 Liter 2 Liter Dr. Pepper Flasche geholt. Auf jeden Fall sieht danach Diabetes. That's my outfit. Yes. Und natürlich eine Sonnenbrille. Meine Sonnenbrille? Nein, meine, die habe ich mir gestern gekauft. Chill mal, Alter. Warte mal, das ist doch, das ist doch deine. Aber die sieht gut aus. Guckt's euch an. Alter,
Verklebt da nicht deine ganzen Organe? Arme? Yo, Bro. Shaggy's Outfit of the Day. Ja. Sign name on my phone, yeah. 3 o'clock in the morning. We've been going and going. Back and forth. Anna muss sie halten. Ich hab eine Kaufsucht. Ich kauf das alles und Shaggy kommt so mit 3 Teilen. Maddy, zeig mal deinen Kassenbon. Ich habe $800 in Fashion Nova gelassen. Aber Happy Me! Ich brauch noch einen 6. Koffer! Yay! Wir sind jetzt fertig mit Shoppen und gönnen uns jetzt 5 Guys. Wir sind unsere Kinder. Shaggy und ich sind sehr glücklich, oder? Glücklich? Sehr glücklich. Jetzt gönnen wir uns das hier. And I thought we'd be different. Yeah, we were onto some good shit. He keeps dancing with the devil, but he doesn't have a back, no.